Freunde, was zum Teufel geht eigentlich ab? Ohne Witz, ich habe gerade eine halbe Stunde lang probiert, eine Gruppe in Mario Kart 8 zu finden. Ich weiß nicht, was das war. Und jetzt... Was machen die? Ich hatte eine Gruppe gefunden, da waren mit mir zusammen 4 Leute drin. Dann ist nach einem Rennen einer rausgegangen, dann waren es noch 3. Dann ist noch einer rausgegangen, dann waren wir nur noch zu zweit. Dann habe ich gedacht, nee, jetzt suche ich eine neue Gruppe. Tja, dann habe ich keine mehr gefunden. Also ich hatte diesen Part eigentlich schon mal angefangen. Bin dann sogar schon auf ein Thema zu sprechen gekommen, was ich eigentlich gar nicht geplant hatte. Und dann auf einmal merke ich so, oh, warte mal. Ich finde gar keine Gruppe mehr. Dachte erst so, ja, die kurze Ladezeit, laber ich einfach drüber. Ja, klar. Also anscheinend war da einfach keiner am Mario Kart spielen. Und ich frage mich, warum. Denn wir haben 20.29 Uhr deutscher Zeit. Hier ist ein Franzose drin, hier ist ein Engländer drin. Bei denen ist es noch nicht so spät. Oder so früh. Außerdem habe ich auch um 5 Uhr nachts noch mit Leuten Mario Kart gespielt. Habe ich echt die Tage mal gemacht. Ja, Ferien und so, ne? Ach ja. Also sehr eigenartig. Oh, fuck you. Hier da, die sind 2 aus Britannien. Die spielen auf derselben Wii U. So. Sieht ganz nach einem Punkteverlust aus hier. Ich fahre mal mit Mittel Mario und über so ein Bingsbums-Bike, einfach weil Käse. Wie war danach? Ich möchte jetzt ein bisschen einige Parts aufnehmen und da habe ich keine Lust immer die Charaktere zu wechseln jedes Mal. Deswegen nehme ich einfach einen, der ganz awesome ist. Normalerweise ist mir die Kombination aus Rosalina mit diesem Bike und der Kombination noch am liebsten. Aber gut, jetzt ist halt Mittel Mario geworden, weil den hat man glaube ich lange nicht mehr. Glaube ich, keine Ahnung. So. Ich würde jetzt gerne den Typ davon einholen. Warum ist der so weit vorne? Was ist mit... Warum bin ich eigentlich nicht mehr Erster? Was ist eigentlich vorhin gerade geschehen? Ich war doch Erster. Die haben doch am Anfang sogar... sind hier gar nicht losgefahren. Warum bin ich jetzt so weit... Toll. Ich kriege irgendeinen Scheiß von hinten und klatsche mich noch weg. Dagegen ist die Pflanze ja nicht wirklich sehr wirksam. Gut gemacht. 3 Punkte, 2. Platz, so rum. Ja. MK8. Achso, was ich euch noch erzählen wollte. Es gehen Leute raus, ne? Ich bringe euch um. Ich würde gerne mal wieder einen Livestream machen. Genau. Warte mal, wann seht ihr das denn hier? Für mich ist heute Donnerstag. Morgen kommt für mich eine MK8-Folge, also kommt die hier frühestens am Sonntag. Frühestens. Wahrscheinlich eher Montag. Sagen wir mal, ich möchte Freitagabend voraussichtlich einen Livestream machen. Diese Woche Freitag. Also jetzt. Ich kann gleich mal auf den Kalender gucken, welcher Freitag das wäre. Denkt euch mal, wenn ihr das Datum hier seht, an das Video hochgeladen würde, der nächste Freitag nach diesem Datum. Wenn das hier wieder erwarten an einem Freitag online kommt, was morgen wäre, was gar nicht geht. Egal, vergesst es. Auf jeden Fall der Freitag, der 14. Kann das sein? Der 14.10. ist das ein Freitag? Heute ist der 6. Alter, fast Freitag der 13. Krass. Da würde ich gerne mal streamen. Ein bisschen MK8 zocken. Gerne mit euch natürlich. Auch Splatoon. Und falls ihr in der Woche mal irgendwann auf den Kanal kommt und ihr seht einen Livestream, der irgendwie keinen wirklichen Namen hat und auch kein schönes Thumbnail oder so, der heißt dann irgendwie nur... Ist klar, Murat. Der heißt dann irgendwie nur... Spasti. Der heißt dann einfach nur Teststream oder irgendwie sowas. Da probiere ich einfach dann so ein bisschen Einstellungen rum. Wenn ich... Vielleicht verkacke ich das, den auf nicht gelistet zu stellen oder irgendwas. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Ich will nur halt ein bisschen die Qualität probieren, ob ich da was hochstellen kann. Der hat eine Hupe. Oder ob das auf dem 240p Pixelbrei da bleiben muss. Ich glaube, es wird besser gehen. So, die zwei arbeiten zusammen, ne? Ja, da würde ich auf jeden Fall gerne mal... Wow. Nochmal streamen. MK8, Splatoon, Mario Maker vielleicht auch. Ja, kann man machen. Und dann halt mal gucken. Und falls ihr es fragt,
Nein, den Star Wars Stream habe ich noch immer noch nicht vergessen. Der kommt noch, Freunde. Ich möchte mich da aber schön drauf vorbereiten. Der wollte stehen bleiben, der Arsch. Da wollte ich dann noch ein schönes Thema vorbereiten. So ein generelles Diskussionsthema. Zum Beispiel, was nicht, die Klonkriege. Ne, und dann einfach darüber quatschen. Das ist so mein Plan bei der ganzen Geschichte. Also das wird dann auch noch kommen. Generell. Was kann ich noch so erzählen? Ja, heute habe ich irgendwas Cooles gemacht. Nee, habe ich nicht. Ich bin ein bisschen Sport getrieben heute. Glaubt man mir nicht, aber es ist wirklich so. Ich bin kein wahrer Gamer mehr, sorry. Und gestern war ich in Stadthagen. Falls euch das was sagt, Stadthagen. Liebe Apecrime-Zuschauer, ihr kennt es vielleicht. Ist hier ganz in der Nähe. Ist hier ganz in der Nähe. Da war ich. Eigentlich nur, weil ich meine Brille... Die kam mir schief vor, also wollte ich sie richten lassen. Bei Apollo. Allerdings war die gar nicht schief. Ich war schief. So ungefähr. Also die Frau meinte so, da kann ich gar nichts machen. Na gut, sie hat es ein bisschen hingebogen, diese komischen Pubbeldinger, die auf der Nase sind. Diese komischen gummiartigen, elastischen Schaschlik-Kautschuk? Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst schon vielleicht, wie der eine Brille tragt. Ach, was ich meine. Und da habe ich natürlich auch ein paar Pokémon gefangen. Da war auch ein Shigi in der Nähe. Es war ein Shigi. Auf dem Scheißparkplatz war ein Shigi in der Nähe. Und ich bin natürlich gegengegangen wie ein Verrückter und habe das nicht gefunden. Ich habe mich auch mal geguckt, ob es irgendwie solche... Ja, so Karten-Apps gibt, also so Poké-Radar oder irgendwie sowas, um das halt mal zu sehen. Ich wollte nur generell mal wissen, ob hier im Dorf überhaupt irgendwas ist, ne? Ich finde schon was, wenn ich an die richtigen Orte gehe, finde ich was, auch ohne so eine Karte, aber ich wollte mal gucken, ob die funktioniert. Die meisten funktionieren schlichtweg einfach hier nicht. Wenn ich mich dann nach, weiß ich nicht, Frankfurt dort als Standort angebe, klappt es, aber nicht hier auf dem Dorf. Schade. Deswegen habe ich ein paar Pokémon gefangen. Unter anderem ein Pantimos. Alter Jungs, Pantimos, als das Game rausgekommen ist damals. Wann war das denn? 13. Juli oder so? 16. Juli, so ein Dreh. Pantimos war so das seltenste Pokémon ever. Na gut, das vielleicht nicht, aber ist ja das Europa-exklusive Pokémon. Ja, es gibt ja diese kontinentspezifischen Pokémon. Kangama in Australien, Porenta in Asien, Tauros in Nordamerika. Und eben Pantimos in Europa. Gibt es in Südamerika auch eins? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach auch Tauros. Also die passen irgendwo zu den Kontinenten. Hier wir in Europa, wir sind alles Clowns. In Amerika sind alles komische Stiere. Guckt euch Donald Trump an. Nee, ernsthaft. Der war ultra selten, Pantimos. Und mittlerweile das spawnt hier überall. Der spawnt hier in der Nähe an einem Park. Wo ich mal von erzählt habe, dass da ganze Pokestops sind. Da spawnt der gern mal. Eben auch in Stadthagen ist auch gespawnt. Also, das ist an der Schule bei uns, ist er glaube ich auch mal gespawnt, in der Nähe zumindest. Also, selten ist der Junge nicht mehr. Irgendwie schade. Die haben ja auch die ganze Zeit, ändern die da diese Nester von Pokémon Go. Diese ganzen, ja, wie die, wo die Pokémon spawnen. Zum Beispiel, wenn da jetzt ein Shigi-Nest, der wird da die ganze Zeit Shigi kommen. Ist hier leider nicht, aber generell hier im Dorf gibt es keine Nester. Aber das scheint so, als ob die ganze Zeit die Nester ändern. Irgendwie. So die ganze Zeit ändern die dann die Nester von, ich weiß nicht, einem Taubsi-Nest zu einem Lapras-Nest. Ne, okay, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Spielt ihr noch Pokémon Go? Schreibt es gerne mal rein. Ich spiele es ab und zu hier und da noch. Oh oh, oh oh. Aber nicht mehr so exzessiv wie früher. Einfach, weil mir die Zeit fehlt. Aber vielleicht fahre ich morgen mal wieder ein bisschen... Ich glaube, ich mache mal morgen was. Sollte ich morgen tatsächlich durch die Gegend fahren draußen, mache ich einen Vlog. Ich mache morgen einfach einen Vlog. Ja. Also sollte ich mich morgen in die freie Wildbahn begeben, vlog ich das. Mhm. Das ist mein Ziel. Und dabei nehme ich dann irgendwie Pokémon Go. Gucke ich mal, was man da machen kann. Also aufnahmemäßig irgendwas, ne? Hätte ich irgendwie mal Bock drauf. Pokémon Go, mitten im Nichts. Fahre ich bis mit dem Fahrrad rum und gucke da mal, ob da irgendwas kommt. Und wenn nicht, dann
ja. Ich muss nur weit genug wegfahren. Weit genug weg von Leuten, die mich irgendwie kennen. Weil das ist auch ein bisschen komisch, wenn ich dann ein bisschen vlogge. Lade ich mein altes Handy auf, weil mein altes Handy hat einen guten Akku und eine gute Kamera und eine Speicherkarte. Perfekt. Geht ja beim iPhone nicht. Ein Scheiß. Naja. Hättet ihr Bock drauf? Also wenn ihr das hier seht, dann habe ich das ja vielleicht sogar schon gemacht. Vielleicht fahre ich morgen wieder zum Kumpel. Mal schauen. Mal abklären. Naja, spielt ihr noch Pokémon Go? Und was ist euer stärkstes Pokémon? Mein stärkstes Pokémon, es ist ein bisschen erbärmlich, aber sicher daran, dass ich hier mitten auf dem Dorf wohne und hier nicht so einfach wegkomme. Aquana 1600, ich weiß nicht, 23 oder so. Als WP-Wert meine ich, ne? Bin jetzt fast Level 21. Mein Buddy-Pokémon ist Chigi und es hat auch schon einige Bonbons. Ich habe den Bug. Ah, habe ich nicht. Ah, habe ich doch, so ein bisschen. Ein paar Bonbons gesammelt. Ich meinte gerade mit dem Bug, dass das Item nicht auswählt. Dann bekommt man ja... Das hatte ich, als ich da um 5 Uhr nachts gespielt habe. Guck mal, ja, guckt euch das an. Der Bug. Jetzt kriege ich die ganze Zeit... Ja. Bananenmünzen. Toll. Bananenmünzen. Donkey Kong Country. Returns! Guckt euch das an, wie lange es dauert. Ja, jetzt... Jetzt kommt bestimmt noch der Pilzbug hinterher, den hatte ich neulich. Dann so, das kann theoretisch das ganze Rennen lang gehen. Dass das Item die ganze Zeit übel lange braucht, um auszuwählen und man dann nur einen Pilz bekommt. Die ganze Zeit. Mal gucken. Nee, gut. Nice. Wo war ich gerade? Ich weiß es nicht mehr. Ah ja, genau. Shiggy ist mein Buddy-Pokémon. Ach ja, ich freue mich auch schon drauf, wenn die zweite Generation kommt. Alter. Irgendwer in der Gruppe hier hat furchtbares Internet. Könnte auch ich sein, ich lade gerade noch ein Video hoch, tatsächlich ein Mario Kart Part, den letzten, den 38er. Der lädt gerade hoch, könnte also auch an mir liegen. Mit der zweiten Generation habe ich aber eine viel stärkere Verbindung, weil ich die gelbe Edition hatte ich zwar, aber die habe ich wirklich nur so, weiß nicht, eine Stunde oder zwei. Insgesamt, sagen wir mal, 5 Stunden gespielt. Insgesamt. Und bei der silbernen bzw. Kristall-Edition, glaube ich, immer Kristall habe ich immer bevorzugt, weil die Cartridge cooler aussah. Habe ich mehr gespielt. Und ich will auf jeden Fall einen Hut-Hut. Ein Hut-Hut haben. Hut-Hut tut gut. Will ich haben. Boah, Pokémon Kristall Let's Play. Hätte ich auch Bock drauf. Habe ich auch nie durchgespielt damals. Oh Mann. Ich hasse mich für sowas, ne? Hast du schon einen Game Boy Color? Kannst du spielen, Farbe spielen? Du machst es nicht. Dafür gewinnst du den MK8. Wie lange braucht mein Video noch zum Hochladen? Okay, Firefox öffnet sich nicht mehr. Interessant. So, ein Rennen würde ich sagen, machen wir noch. Oder? Oder ich mache hier Schluss. Ah, nee. Machen wir noch ein Rennen. Mein Video braucht noch, da steht es, eine Stunde. Dann haben wir es 21.41 Uhr, wenn das fertig ist. Nee, gar nicht. 41.43 Uhr. Komisch, meine Uhr ist gerade umgesprungen von 20.40 Uhr auf 43. Lol. Haben wir nicht die Dings schon mal gehabt? Ah ne, die hatte ich in dem verlorenen Part. Wo die ganzen Leute weggegangen sind. Die Strecke. Aber ja. Deswegen, boah, habe ich jetzt gerade ein Delay im Ton. Alter, 2 Sekunden. Ja, das ist ein 2 Sekunden Delay. Vom Ton her, ach du Schande. Das ist ziemlich irritierend. Ich hoffe, das ist jetzt nicht in der Aufnahme so. Also ich freue mich auf die zweite Generation von Pokémon in Pokémon Go. Und dann bin ich erstmal glücklich. Und die sollen das verkackte Tausch... Tausch? Tausch? Feature.
hinzufügen. Meine Fresse, das kann nicht wahr sein. Das ist eine Sache, die wurde uns von Anfang an gezeigt, im allerersten Trailer. Das ist auch eine Sache, die gehört zu Pokémon dazu, wie... Weiß ich nicht. Wurst aufs Brot. Ja? Und es ist noch nicht dabei. Das Spiel ist jetzt seit knapp 3 Monaten draußen. Es ist immer noch nicht da. 3 Monate erst. Klingt irgendwie nicht nach langer Zeit, aber es fühlt sich sehr lange an. Alter, ich komme nicht zum Stand hier. Warum nicht? Boah, ist irritierend. Jetzt habe ich bei mir die Itembox eingesammelt. Vom Sound her. Puh. Wow. Immerhin können die Grünpanzer hier nicht abprallen an der Bande und dann irgendwie gegen einen gegenklatschen. So. Hat der Typ vor mir einen Schutz? Nein, hat er nicht. Dann schieß ihn ab. Das ist doch total easy, man. Oh yeah. Schieß ihn doch ab. Jawohl. Er fährt einfach weiter. Natürlich. Ich hasse es. Gut, Freunde, das war's gewesen für den heutigen Part von Maradacht Online auf dem Strich. Ich war auch schon mal lustiger. Danke fürs Ansehen dieses wunderbaren Parts. Ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt nicht asynchron geworden. Wäre ein bisschen doof. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut raus und ciao.